ich bin hier am Fahrrad, am Volkswagen-Stadion. Von einer Weile los hier, das muss ich schon sagen. Die Erwartung ist wohl groß, Deutschland, Rumänien. Ich hoffe, das wird ein schönes Spiel. Er macht hier schöner Lärm hier unter Platz war hier. Oh, Leute, Stadion ist auch da. Oh, das ist süß. Die Presse ist auch da, alles da. Jetzt geht das los. Oh, so sieht das aus. Ja, so habt ihr jetzt ein paar Eindrücke auch. Es ist schon viel los. Es wird geimpft schon hier. So ist er, sieht alles so. So, wollen wir sehen, das ist jetzt. Ihr wisst ja selber, wie das ist. Ohne HSV und Wolfsberg, das finde ich ja nur die halbe Miete. Also, das ist so. Aber ihr könnt das sehen hier. Bisschen dunkel, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier wird geimpft und gemacht und getan. Ja, Schiri habe ich schon gelb. So ist er. Ja, klar. So ist er. Moin. So, jetzt machen wir hier nochmal rum. Könnt ihr das sehen? Ja, alles da. Schön. Die Impfwilligen sind da. Und dann wollen wir mal weiterfahren. Und dann haben wir Uwes Fuß hier noch. Könnt ihr sehen? Uwe, seht ihr? Das ist die Idole. Der wird heute Abend auch hier gucken. So, dann haben wir das hier noch. Das schöne Stadion hier. Ja, ich hoffe nur, dass sie nicht den Rasen kaputt machen, die Nationalmannschaft. Aber so, wie gesagt, können wir hier sehen, hier wird noch die Autos sogar kontrolliert. Da hat wieder einer eine Bombe mit hat oder Sprengstoff oder alles da, siehst du. Da kommt Peter nicht rein, da lassen die nicht rein. Also komisch, ne? Ja, logisch, alles gut. Ja, aber ich will ja auch gar nicht rein, Jungs, das wisst ihr. Ich bin ja immer hier. Oh, hier geht das wieder weiter hier. Hier haben wir ja. Jetzt sind wir wieder direkt am. Ja, hier gibt Peter ja immer sein Rad ab. Das ist ja schön untergestellt. Ja, und hier ist der Eingang. Ne? Hier wird natürlich auch alles kontrolliert. Ja, das muss wohl sein. Das ist wohl auch vom. Die FBI vorgegeben, nehme ich mal an. Aber ich habe da kein Problem mit. So ist es. Ja, ja, klar. Aber Sie sind doch HSV. So ist es. Ja, HSV, ja. Ja, alles gut. Ja, ja. Ja, die Reklame, die werden alle kontrolliert, auch die Ordner hier. Ich bin, ja, los. Sicherheit geht für alles, ne? Ja, geimpft sind sie auch für alle, nehme ich an. Ja, mal gucken, jetzt sind wir hier am Volkspark direkt. Hier seht ihr die Parkplätze von der U21-Spieler. Die Spieler vom HSV sind ihre Autos fahren das ab. Aber so ist das ganz ordentlich hier. Wetter ist schön in Hamburg. Also richtiges Fahrradwetter oder Fußballwetter. Also ihr wisst das eben, dann ist Peter draußen. Der muss halt los. Ich wollte euch ja nur ein paar kleine Eindrücke bringen. Ja, so ist er. Bittenwackelig ist er, der Mann. Bittenlärm ist er auch, aber ihr könnt doch was sehen. Das ist ja schon mal wichtig. Guck mal, hier kommen die ganzen. Jetzt kommen die Oberordner hier. Ja, mit den Schlips um. Wunderbar. Moin, Jungs. Moin. So ist er, siehst du, so gehört sich der. Ja. Alles gut, wunderschön hier, furchtbar, herrlich, ich will nicht auf die Fresse fahren, ich bin schon ein bisschen wackelig hier. So, und hier können wir noch mal genauer gucken. Die deutsche Fahne wird da zusammengelegt. Und da kriegen sie Instruktionen, die Kinder, ich finde das ja schön, dass sie das machen, mit der rumänischen Fahne ist da, vom Fußballbund und deutsche Fahne. Und dann laufen sie da mit ein, das ist doch schön. So, könnt ihr sehen, was hier schon los ist. Ja. So, dann wollen wir mal Schluss machen und dann habt ihr ein kleine Eindrücke von. Und dann natürlich unsere schöne Arena hier. Das muss natürlich gefilmt werden. So, Jungs, vorne Abend, viel Spaß.
Alles gut. Hau rein. Pass auf euch auf. Ja. So ist er. Ja, dann wollen wir die Akademie und den HSV noch. Und dann haben wir alles drauf hier. Campus, der Campus. So, jetzt machen wir Schluss. Jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Interesse dran. Alles klar. Tschüssi. An meine YouTube-Freunde. Alles Gute. Tschüssi. Haut rein, ist Tango. Der Render ist wieder unterwegs, der bei der Zeit hat. Tschüssi.